Das SCB geht in die zweite Runde. Ich begrüße alle neuen und alten Gesichter, die dieses Video sehen und werde wie im letzten Jahr genau erklären, was es denn mit dem SCB Speed Days Challenge Battle auf sich hat. Ihr erkennt es eventuell am Namen, das SCB ist kein gewöhnliches Battle. Anders als bei vergleichbaren Video-Battle-Turnieren kommt dem SCB ein weiterer Faktor hinzu, die Challenges. Dies sind Aufgaben, die mit in die Bewertung einbezogen werden und neben dem Battle ebenfalls erfüllt werden müssen. Beispiele dafür sind kreative Aufgaben wie zum Beispiel Serien- und Filmimitationen oder Text-Challenges wie Alliteration oder Bad Bars. Die Challenges sind ein bunter Haufen von verschiedenen Aufgaben, Themen etc., die jedem Battle zugeteilt werden. Anders als im letzten Jahr jedoch, wo zu jedem Battle genau eine Challenge aufgegeben wurde, so kann es in diesem Jahr auch gelegentlich zu Challenge-Kombinationen kommen. Man muss dann also sogar zwei Challenges gleichzeitig bewältigen. Ist natürlich alles auch kein Drama. Wer sich das Prinzip der Challenges aber mal genauer ansehen möchte, sollte in die Videobeschreibung gucken. Dort sind mehrere Beispiele für typische Challenge-Battles. Bewertet wird das von mir, Adram, als Vize-Turnierleiter und Juroren aus der Community, dazu aber auch gleich mehr. Nun werden viele von euch das Video nicht nur sehen, weil sie über das Turnier informiert werden wollen, sondern weil sie Interesse haben, teilzunehmen. Eure Teilnahme am SCB ist relativ einfach. Ihr müsst mir nur eine exklusive Qualifikation mit 16 Bars mit dem Betreff SCB-Qualifikation per WeTransfer an speedday@outlook.de schicken. Dabei müssen folgende Dinge enthalten sein. Eure Quali, logisch, denke ich, Beat mit Beat Producer und am besten sogar Download-Link. Achtet dabei aber natürlich darauf, dass es ein Freebeat ist, der zur nicht kommerziellen Nutzung freigegeben ist. Ansonsten ein Textdokument mit eurer gewünschten Videobeschreibung, Social Media Links etc. und eventuell noch die Lyrics. Letztere sind in den Runden dann allerdings Pflicht. Also in der Quali ist es noch nicht nötig, aber in den Runden brauche ich dann von jedem die Lyrics. Achtet insgesamt natürlich darauf, keine Bild-, Video- oder Beat-Rechte zu verletzen, ist logisch, denke ich, sonst seid ihr von vornherein disqualifiziert. Das Mindestalter ist 16, die Qualifikationsfrist geht diesmal bis zum 24. Juli und was für einige Leute auch interessant sein könnte, ist, dass dieses Jahr Zweierteams erlaubt sind. Diese haben aber folgende zwei Extra-Bedingungen. Sie müssen beide in jeder Runde mindestens 16 Bars abliefern, das heißt also nicht, dass einer irgendwie die ganze Runde macht und der andere nur so ein Feature oder sowas. Und es müssen beide die Challenge erfüllen. Der zweite Punkt ist vor allem wichtig, da ich nicht möchte, dass zum Beispiel einer, der total gut ist darin, irgendwelche Alliterationen zu schreiben, jetzt als Beispiel, jetzt die alle rausballert und der andere nichts davon macht. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Auch anders als im letzten Jahr gibt es kein Mini-SCB, es heißt also alles oder nichts. Circa 25 Qualifikationen werden angenommen, 16 kommen ins Turnier und fertig. Auf ein 16. wird nur vergrößert, wenn das Turnier plötzlich das fantastulöseste Teilnehmerfeld der Welt hat, rechnet aber nicht damit. Rückrunden gibt es wie im letzten Jahr ab dem Halbfinale. Die Jury muss in diesem Jahr natürlich auch wieder festgelegt werden, dazu werde ich euch jetzt alle nötigen Infos geben. Es wird zwei Durchläufe geben, in denen potenzielle Jurymitglieder aussortiert werden und der erste beginnt jetzt. Ihr sollt im üblichen VBT-Textstil und ca. 30-40% Challenge-Gewichtung das Mini-Halbfinal-Battle Danny gegen Blizzard bewerten, Link ist in der Videobeschreibung, und mir das mit dem Begriff SCB-Jury an speedday@outlook.de schicken. Und dabei natürlich auch noch neben der Bewertung euren Nickname angeben, den ihr als Juror annehmen wollt. Die Frist geht genau 7 Tage, Einsendeschluss ist also der 5. Juni. Alle weiteren Infos diesbezüglich folgen dann am 26. Juni. Alle Juroren, die im letzten Jahr schon in der Jury waren und dort auch aktiv bewertet haben, können mir einfach ihren Namen schreiben und die werde ich so reinnehmen, wenn sie gut genug sind. Die Liste von den Leuten ist jetzt hier eingeblendet. Also alle Leute, die zu dieser Menschenmasse gehören, können den ersten Schritt überspringen. Die zweite Bewertung müssen sie allerdings trotzdem machen. Für die kreativen Zuschauer unter euch habe ich natürlich auch eine gute Nachricht. Es können wieder neue Challenges vorgeschlagen werden. Das letzte war ja auch im Endeffekt sehr geprägt von euren Challenges, also machen wir es auch so dieses Jahr. In der Beschreibung ist ein Link zu einem ungelisteten Video, bei dem ihr eure Vorschläge in die Kommentare schreiben sollt. Danke schon mal für jeden kreativen Einfall. Ansonsten muss in diesem Jahr natürlich noch die Preisgeldfrage geklärt werden. Im letzten Jahr lief das etwas chaotisch, es hat am Ende natürlich trotzdem noch funktioniert. Trotzdem muss man das jetzt nicht wiederholen. Also gleich auf den Punkt. Das Preisgeld wird dieses Jahr nur an den Sieger ausgezahlt und die Summe ist bei ungefähr 300 Euro angepeilt. Richtet sich aber auch danach, was ihr dazu beitragt. Wenn ihr etwas zum Preisgeld beitragen wollt, dann könnt ihr es entweder über PayPal spenden, dazu ist der Link in der Beschreibung, oder ihr könnt andere Zahlmethoden nutzen, also wie zum Beispiel Paysafe oder Überweisung oder sowas. Dafür müsst ihr mich allerdings erstmal auf Facebook auf der Page anschreiben oder halt privat, wie auch immer. Dann werde ich euch dazu auch Infos geben. Es wird für die Spenden Belohnungen zum Dank geben, die werden allerdings noch festgelegt, also das ist noch nicht ganz sicher.
Wenn ihr immer die neuesten Infos über das SCB haben wollt, dann solltet ihr der SCB 2016 Informationsgruppe auf Facebook einen Besuch abstatten. Dort kann nur ich posten, ihr braucht also dort keine Angst vor Spam oder so haben. Wenn ihr Diskussionen etc. haben wollt, dann geht in die SCB Diskussionsgruppe, da können sich auch bestimmt jetzt mal irgendwelche Beat-Producer oder Videoproduzenten oder sowas anbieten. Ansonsten war es das aber erstmal mit wichtigen Infos. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mich auf Facebook an oder schreibt es in die Kommentare. Was das SCB angeht, werde ich mich jetzt an die finalen Planungen setzen, das heißt Turnierverlauf etc. Und alle weiteren Infos kommen dann zur Fristhalbzeit am 26. Juni und zu Turnierbeginn am 24. Juli. Ich wünsche allen potenziellen Teilnehmern und Juroren viel Glück und allen Zuschauern natürlich viel Geduld, denn 2 Monate dauert es ja noch, bis das SCB dann richtig startet. Wir hören uns wieder, bis dahin, ciao.